Und damit herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe der ersten Runde des Turniers mit Leuten, die aus dem Internet kommen und die zeigen wollen, dass sie besser sind als die anderen Leute, die aus dem Internet kommen, die sie vorher noch gar nicht kannten. Turnier von SofaBlogs. Vielleicht sollte ich mir doch noch einen anderen Namen überlegen. Mir fällt sicher noch einer ein, bis ich die Videos veröffentliche. Und ich freue mich, dass ihr auch diese Runde mit dabei seid. Mein heutiger Gast, ihr hört ihn schon im Hintergrund rauschen. Das liegt nicht daran, dass er am Meer sitzt, oder sie am Meer sitzt, besser gesagt, sondern das liegt daran, dass sie leichte technische Schwierigkeiten mit ihrem eigentlichen Mikrofon hatte. Deswegen verzeiht uns, falls der Ton heute nicht ganz so kristallklar ist, wie es normalerweise der Fall ist. Aber, wir arbeiten mit dem, was wir kriegen können. Aber du darfst dich natürlich gerne jetzt auch selbst vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Steph von WTMR und ja, heute werde ich drangenommen anscheinend. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ich glaube, darum geht es, oder? Ja, so ungefähr. Nein, wir spielen Deal or No Deal. Kennst du Deal or No Deal? Ja. Also, damals mal so. Das Konzept ist mir bekannt. Okay. Ja, und wir werden das heute mit dir spielen, und zwar in der Form, von diesen großartigen Umsetzungen, die wir hier haben. Ganz kleinen Moment mal, ich muss mal eben hier was Technisches, oh Gott, immer diese Vorbereitung, ich weiß. So, ja, ich weiß, ist gerade sehr spannend, Moment. Ja, und zwar werden wir jetzt gleich damit beginnen, dass du dir einen von diesen 26 Koffern aussuchst. Du siehst 26 Koffer vor dir, auf der linken Seite und auf der rechten Seite stehen jede Menge Zahlen in Dollars. Und es geht darum, dass du dir einen Koffer aussuchen wirst. Und in diesem Koffer wird ein Betrag stehen, du wirst aber nicht wissen, welcher. Und dann in der Folge geht es darum, dass du Koffer eliminierst. In der ersten Runde 6 Koffer. Dann wirst du ein Angebot von unserem Banker bekommen, der dann sagen wird, hier, für so und so viel Dollar kaufe ich dir deinen Koffer ab. Das kann ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger sein. Und dann kannst du sagen, ja, lieber Banker, für das Geld verkaufe ich dir meinen Koffer oder nein, das tue ich nicht. Und am Ende haben wir einen Betrag, wo wir wissen, wie viel du gewonnen hast in dieser Runde. Und du bist unsere vierte Kandidatin in dieser Turnierrunde. Und nur damit du weißt, wo du dich einordnen musst. Grazuk, unser erster Kandidat, hatte genau 100.000 Dollar gewonnen. Okay. Demis, unser zweiter Kandidat, hat 200.000 Dollar gewonnen. Und Goody hat nochmal grandios abgeräumt. Die hat hier richtig, richtig auf Kacke gehauen. Die hat nämlich ganze 5 Dollar gewonnen. Sehr gut. Damit du weißt. Und wie gesagt, die ersten 3 Kandidaten kommen in die nächste Runde und dürfen ein weiteres grandioses Spiel spielen. Und die anderen 3 sind erstmal raus. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt an. Dann brauche ich deinen Koffer. Ich nehme, glaube ich, die 23. Die 23. Warum die 23? Keine Ahnung. Die Zahl gefällt mir. Bisher hatte immer noch keiner eine Ahnung, warum er den Koffer nimmt. Das finde ich sehr schön. Gut, wir fangen auch direkt an. Ich brauche eine Kofferzahl von dir, die wir eliminieren sollen. Die 10. Die Nummer 10. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Ich hoffe, was Niedriges. 400 Dollar, das ist ein guter Anfang. Damit kann man leben. Damit kann man definitiv leben. Eigentlich kann man mit allem leben, außer der Million im Endeffekt. Ja. Ja. Ein weiterer Koffer. Die 8. Die 8. Und da haben wir 57.000. Das ist nicht ganz so gut. Natürlich. Als nächstes dann die 20. Die 20, dann schauen wir da mal rein. 50 Dollar. Ja. Das ist wieder ganz gut, ja. die 6. Die 6. 200 Dollar. So, 2 sehr Koffer brauche ich noch. Die 15. Die 15. Und da haben wir 25.000 Dollar. Ist auch noch okay. Bevor du jetzt den letzten Koffer raushaust. Wir sind ja nicht nur hier, um hier Deal or No Deal zu spielen, um große Geldgewinne möglich zu machen, die natürlich ausgezahlt werden, selbstverständlich.
Selbstverständlich. Nein, sondern wir sind natürlich auch hier, um dich ein bisschen kennenzulernen, beziehungsweise dir die Möglichkeit zu geben, dich ein wenig vorzustellen. Und ja, du hast ja schon erwähnt, wo du herkommst und ja, was genau ist das und wer genau macht da vielleicht noch mit? Also, eigentlich haben wir einen Blog, also ich und Daniel heißt. Zuallererst halt sind wir Blogger, aber seit kurzem auch auf YouTube vertreten. Auf unserem Blog geht es eigentlich um sehr vieles. Also teilweise Videospiele, aber auch Make-up und so weiter. Halt eher so Mädchenkram, was vielleicht nicht so vielen interessiert hier, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Mädels unter den Zuschauern. Oder Herren, die sich dafür interessieren, wir schließen hier niemand Ja, aus. wer weiß, wir schließen keinen aus, jedenfalls. Und ja, wir schreiben halt gerne über unsere Leidenschaften, egal worum es geht. Also da gibt es keinen genauen roten Faden. Wir lassen uns ein bisschen treiben und ja, so ein bisschen mit den Leuten interagieren und so weiter. Ja, und deine Leidenschaften liegen so im Bereich Videospiele und Comics, soweit ich das, Ja, ne? unter anderem ja. Okay, und ja, wie kam es dazu, dass ihr A, das zusammen gemacht habt und überhaupt dann gesagt habt, hey, lass uns einen Blog machen? Also ich schreibe schon seit einige Jahre an Blogs, also immer verschiedenen Blogs. Ich habe damit sehr früh angefangen und hatte den Blog erst alleine. Ich glaube, der existiert schon seit 5 Jahren oder so, also nicht in der Form, wie er momentan jetzt ist, natürlich. Aber ja, dann meinte Daniel irgendwann, ja, darf ich auch mal was schreiben oder so? Wäre doch cool, wenn wir das zusammen machen würden. Und da haben wir uns so entschieden und irgendwann hatten wir Bock auf Videos und das machen wir jetzt auch so nebenbei quasi. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Wir werden noch ein wenig über dich sprechen heute. Denn ein guter Moderator muss natürlich auch auf seine Gäste eingehen. Und Natürlich. ich bin ja besser als Günther Jauch, sagt man. Oh ja. Ja, bitte, dann brauche ich deinen letzten Koffer für diese Nehmen Reihe. die Die 26. 26. Ja. Dann schauen wir Ja. noch mal. 25 Dollar. Sehr Ja, gut. dann gucken wir mal, was unser Banker, der natürlich auch in seiner Kammer sitzt und nicht ein Computerprogramm ist, das total doof ist, aber er bietet dir 13.000 Dollar für deinen Koffer. Damit wärst du im Moment auf Platz 3. Aber ich glaube, da würdest du dich nicht auf Platz 3 halten können. Nein, no deal. Ich muss, ich muss, ich finde das sehr schön. Dir muss ich nicht mal sagen, dass du Deal oder No Deal sagen musst. Never. Sehr schön. Ja, diese Runde brauche ich 5 Koffer. Okay, Womit dann sollen wir fangen anfangen? wir an mit der 19. Mit der 19. Kann ausfliegen, glaube ich. Da haben wir 1 Cent. Ja, sehr gut. Das Schlimmste ist schon mal weg. Das Schlimmste ist weg, ja. Das hast du schon mal nicht in deinem Koffer. Jetzt kannst du schon mal mindestens 1 Dollar gewinnen. Das ist schon mal gut. Dann nehme ich mal Koffer Nummer 2. Koffer Nummer 2. Und da haben wir 10 Dollar. Bei dir läuft es im Moment. Bis auf Ja. einen Aussetzer am Anfang mit 750.000 Dollar läuft es bisher eigentlich ganz gut. Dann die Nummer 5. Die Nummer 5. Ja. 100 Dollar. Das kann man auch noch verkraften. Ja, definitiv. Alles unter 13.000 ist jetzt gut, weil alles unter 13.000 erhöht das Angebot des Bankers. Also, was nehmen wir denn jetzt? Die 13 Die kann 13. raus. Oh, die 13 ist eine gefährliche Zahl. Da waren Ja. in den letzten beiden Runden letztes Mal 500.000, vorletztes Mal 100, 1 Million drin. Was Mal sagst du mir gucken. jetzt? Ja, jetzt ist es zu spät. Du könntest dich nochmal umentscheiden. Ich will nicht so sein. Aber jetzt ist es zu spät. Ja, da sind 100.000 weg. Das ist aber auch noch okay. Auch noch okay. Ja, nee, den letzten Koffer darfst du natürlich wieder erst öffnen, nachdem du ein bisschen was über dich erzählt hast. Und ja, du hast vorhin erwähnt, dass ihr auch bei YouTube unterwegs seid. Was treibt ihr da so? Eigentlich genau dasselbe. Also natürlich nicht genau dasselbe, aber so ein bisschen die Themen, wo man eigentlich ein bisschen mehr so spontan reden möchte oder so, anstatt wirklich so einen Text dahin zu knallen, irgendwie persönlichere Sachen vielleicht auch, sowas halt.
wie zum Beispiel jetzt über die Gamescom, haben wir per Video, aber auch schriftlich berichtet, so ein bisschen. Hängt halt von den Themen ab, ist ganz unterschiedlich und natürlich, wie die Zeit so es erlaubt quasi, dass man alles unter einem Hut kriegt. Ja, Videos sind, glaube ich, doch ein bisschen zeitaufwendiger als Texte schreiben, ne? Das heißt, glaube ich, also ist bei mir ja auch so. Meistens schon, ja. Vor allem, wenn man die zu zweit macht. Ihr macht die ja auch öfter zu zweit, so wie ich das gesehen habe. Ja, ab und zu sind wir zu zweit. Meistens aber doch jeder für sich quasi. Ja. Was wollte ich noch sagen? Gamescom wart ihr unterwegs. Ja. Gab es da was, wo du sagst, das hat dich irgendwie besonders begeistert oder so? Also, wir haben nicht viel angespielt, beziehungsweise nur einen Titel angespielt, und zwar Borderlands The Pre-Sequel. Mhm. Darauf freue ich mich so oder so. Also, ja, es ist Telltale, das kann eigentlich nicht schlecht werden. Das ist einfach ein Muss und das ist auch wahrscheinlich eins der Titel, den ich mir direkt bei Release kaufen werde, okay, um zu zögern. Also das hat richtig Bock gemacht, da das anzuzocken, war richtig cool. Und sonst finde ich Evolve auch sehr spannend. Okay. Müsste man mal reingucken. Also, ja. Und sonst halt die Sachen, die halt immer gespielt werden. Assassin's Creed, Far Cry 4 und so weiter und so fort. Wie sah und Far Cry 4 aus? Habe ich leider nicht gesehen. Ach so. Die okay. Wartezeiten, ja, wir waren nur einen Tag da und die Wartezeiten waren wirklich teilweise viel zu schrecklich, vor allem wenn man nur einen Tag da ist. Wir gingen halt eher da für die Atmosphäre und so ein bisschen uns umzuschauen, ja, mit Leuten quatschen. Es ist ja auch mittlerweile so extrem voll, dass man sich eigentlich eh nichts mehr angucken kann. Ja, eben. Ja. Das ist ein bisschen schade mittlerweile auf der Gamescom. Aber naja, so ist es halt, ne? Ja, kann man nichts machen. Nee, ist richtig. Ja, gut, dann hätte ich gerne eine weitere Zahl von dir. Die 3. Die 3, dann schauen wir mal. Da war die Million. Schade. Ich glaube, das wird das Angebot jetzt doch nicht allzu weit nach oben trauen. Es geht ein bisschen hoch, denke ich, aber nicht allzu weit. Hm. Mal schauen, was er bietet. 31.000 immerhin. Auch damit wärst du noch auf Platz 3, damit du auf Platz 3, damit du auf Platz 2 kommen würdest, müsstest du mindestens 101 Dollar, also 100.000 und 1 Dollar erspielen. Ich würde mal sagen, wir machen weiter. Also no. Sehr schön. Ja, 4 Koffer brauche ich jetzt im Moment von dir. Die 16? Die 16. 75.000. Ja. Die 25. Die 25. Da haben wir 500. Eieiei, jetzt reißt es aber langsam ein. Jetzt brauche ich mal wieder eine Zahl in dem etwas unteren Bereich, falls möglich. Dann nehmen wir mal die 11. Die 11. Ein Dollar. Ah, immerhin. Das war sehr viel wert. Damit bist du mindestens auf Platz 3, weil du kannst mindestens 5 Dollar gewinnen. Also damit könntest du mit Goody gleichziehen. Mit der Zeitzeugin. Ja. Ja, gut. Dann, bevor du den Koffer aufmachen darfst, auch hier wieder die gewöhnliche Spannungspause. Es gab vorhin, um euch das mal da draußen zu erklären, es gibt eine Facebook-Gruppe quasi, in der ich das Ganze hier geplant habe. Und da ist vorhin so eine leichte Diskussion ausgebrochen, als du deinen Skype-Namen rausgehauen hast, den du jetzt natürlich nicht nennen musst. Aber es ging so ein bisschen um eine Musikrichtung. Ist das denn eine Musikrichtung, die du gerne hörst? Und du kannst natürlich gerne sagen, welche das ist. Ja, also prinzipiell ging es um das kleine, schöne Wort Core. Das kann man ja verraten. Höre ich gern. Also so Deathcore und so weiter. Metalcore vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Aber prinzipiell bin ich da ziemlich offen, was Musik angeht. Also auch im Metal-Bereich so ein bisschen von allem. Gibt es sowas wie eine Lieblingsband bei dir? Da gibt es einige, aber so die Lieblingsband würde ich vielleicht sagen Parkway Drive. Ja, kennt man ja. Also ich jetzt persönlich nicht, aber das heißt nichts. Ich bin mit meinem Musikgeschmack so abseits von jeglicher Norm, dass das sowieso ich eh nichts kenne.
Ist ja Ja. nichts Schlechtes. Nö, nö, eben. Ich kann damit leben, sagen wir es so. Aber ist denn Musik ein wichtiges Thema bei dir im Leben? Oder weil du halt auch dieses Thema in deinem Benutzernamen aufgegriffen hast? Ja, schon. Also ich gehe gerne auf Konzerte, auf Festivals und so weiter. Das ist dann schon ein wichtiger Punkt sozusagen. Ja, aber ich würde doch sagen, es gibt Wichtigeres. Was denn? Ist das jetzt hier wirklich verraten, Ja, dass es hier müssen musst du gar nichts, aber. um Videospiele sich alles dreht? Das ist Nicht sehr nur. schön. Es gibt halt mehrere Sachen, ne? Gibt es denn im Moment so ein Spiel, wo du sagst, außer Borderlands, wo du sagst, so, da wartest du drauf? Ja, Arkham Knight, obwohl ich ein bisschen zwiegespalten bin. Warum? Also erstmal ich als Batman-Fan, das ist natürlich ein Spiel, was ich spielen muss. Das ist erstmal ein Muss. Ja. Arkham City ist so eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Das hat mich wirklich so umgehauen damals, genau wie Asylum auch. Origins fand ich dann nicht so berauschend, aber das war wohl die Meinung von vielen Menschen. Ja. Dann habe ich halt ein paar Szenen gesehen jetzt auf der Gamescom und da ging es sich halt hauptsächlich um das Batmobil und da habe ich immer wieder Probleme mit, ob in Filmen und so weiter wird das halt gerne mit Schusswaffen geschmückt und für mich hat das nichts mit Batman zu tun, aber naja, das ist halt so eine Sache, da streitet man sich gerne drüber und abwarten, einfach abwarten. Ich hoffe nur nicht, dass es eine zu große Rolle spielen wird in dem Spiel. Das wird sich zeigen, ne? Ich bin auch Ja. sehr gespannt drauf. Mal gucken. Gut, dann kommen wir zurück zu den Koffern Ja. und gucken mal, welche Zahl du dir jetzt ausgeguckt hast. Ich würde die 1 nehmen, die Die steht da ganz. 1, okay. One is the loneliest number. Und 400.000. Ich glaube, es wird auch wieder ein bisschen nach oben gehen, wenn du Glück hast, aber ich glaube nicht allzu weit. $39.000 sind im Moment als Angebot. Du kannst maximal im Moment gewinnen $200.000. Also du könntest immer noch Platz 1 erreichen, indem du gleichziehst mit Demis. Und hast auf jeden Fall auch noch eine gute Chance, relativ weit nach oben zu kommen. Allerdings wird es immer schwieriger und du solltest gucken, dass du, wenn du jetzt, als nächstes brauche ich drei Koffer, dass du eben ja mal Zahlen aus dem kleineren Bereich wegkegelst. Du hast aber im Moment jetzt nur noch 1, 2, 3 Koffer im Spiel, die niedriger, die höher sind als als das Angebot von Bank, ja. Ja. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Koffer, die niedriger sind, die also das Angebot erhöhen würden. Ich würde sagen, wir spielen weiter No Deal. Sehr schön. Dann drei Koffer. Man muss ja auch mal was riskieren. Das auf jeden Fall. Die 18, die kann Die weg. 18. Dann schauen wir Genau. mal. Hoffentlich was Kleines. Ah. 200.000. Ich habe übrigens mich geirrt, du kannst maximal noch 300.000 gewinnen. Wenn dein Koffer 300.000 enthalten sollte, wärst du damit unangefochten an der Platz 1. Also immer noch Platz 1 möglich. Okay, dann nehmen wir die 24. Die 24. Jetzt mal wieder was Kleines wäre ganz schön. $75, das ist doch erfreulich. Ah, das ist doch okay. Und dann den letzten für diese Runde. Die 21. Die 21. 50.000. Das wird jetzt ein bisschen hochgehen. Ich glaube, es wird so die 50.000 wird er durchbrechen, denke ich. Nee, er ist sogar ein bisschen runtergegangen. Okay. Er ist bei Ja, dann 33.000. weiter. Du spielst weiter. Was soll das? Hallo? Du Ja, New Deal. spielst weiter. Na klar. Das heißt, du sagst. No Deal. So. Ich muss ja diese Regeln dieser bescheuerten Sendung, dieser großartigen Sendung irgendwie einhalten. Natürlich. Ja, dann würde ich dich bitten, zwei Koffer auszuwählen. Die 17 kann weg. Die 17 kann weg. 750 Dollar, nicht 750.000. Ja, das war schon mal gut. Und jetzt noch mal was Kleines.
Die 14. Die 14. $5. Ah, sehr gut. Damit bist du schon mal mindestens auf Platz 3. Und damit Goodie auch automatisch schon ausgeschieden. So leid es mir tut. Oh. Naja, nun. 50.000 kriegst du allen geboten. Klingt verlockend, ne? Das klingt schon verlockend. Damit wärst du auf Platz 3. 50.000 muss man auch erstmal erreichen. Aber du hast 5 Koffer. Du musst jetzt einen Koffer eliminieren. Du hast 5 Koffer im Spiel, die kleiner sind als das Angebot. Das heißt, wenn du einen von diesen 5 Koffern triffst, geht das Angebot nach oben. Und du hast einen Koffer, der höher ist. Also du hast im Moment eine Chance von 1 zu 4, weil dein Koffer ist ja auch noch da. Der ist ja auch irgendeine von diesen Zahlen. Deswegen gibt es mindestens 4 Koffer, die du treffen kannst und einen Koffer, den du nicht treffen solltest. Falls du den nicht sogar hast, falls die 23 nicht $300.000 sind. Ich würde sagen, no deal. So, das wollte ich hören. Ich bin ganz gut im Überzeugen, dass die Leute weitermachen. Ja, das sag ich aber. Ich denke, dass du weiterspielst. Ja, ich will das hier, ne? Es soll ja ein bisschen Spannung dabei sein. Spannend, genau. Ja, und dann brauche ich einen Koffer von dir diesmal. 9. Die 9. Sicher? Ja. Okay, dann gucken wir mal. $300. Sehr gut. Also jetzt bist du schon bei einem Mindestgewinn von 500. Das ist schon mal... Damit kann man schon mal auf eine Gamescom fahren, zum Beispiel. 64.000 bietet er dir. Oh. Es geht hoch. Ja. Es ist immer noch... No deal. Oh. Da kann noch was, da geht noch was. Da brauche ich gar nichts sagen. No deal, zack, so will ich das hören. Dann erneut ein Koffer. Die 22. Die 22. Dann schauen wir mal. Hoffentlich nicht die 300.000. Doch. Oh nein! Gut, ich befürchte, das könnte Auswirkungen auf das Angebot haben von unserem Banker. Nein, ich denke auch. 4.000. Mist. $4.000 ist das Angebot, das der Banker dir macht für den Koffer. Bleiben wir jetzt positiv oder geben wir auf? Power, du kannst jetzt immer noch 10.000 gewinnen, das ist ja auch schon mal was. Ja, wenn schon, den schon. No deal. So, dann brauche ich wieder einen Koffer. Ich nehme die 7. Ich die bin 7. So. Und ich hab dich eben noch gefragt, ob du sicher bist. Das erste Mal. Man soll auf den Moderator hören, ich sag's nur. 5.000. Naja, der 10.000er ist noch da, ne? Das wird jetzt auch wieder ein bisschen hochgehen, denke ich, weil du hast eben 6.000, nee, 4.000? Ich weiß gar nicht mehr. Was hat er dir geboten? Naja, dasselbe auf jeden Fall nochmal. 4.000. Da hat er sich nicht lumpen lassen. Da lege ich dir nichts drauf und ziehe nichts ab. No deal. So. 2 Koffer sind noch da. Einen brauche ich noch. Ich nehme die... Das ist das letzte Mal, dass du einen Koffer eliminieren kannst. Wenn du jetzt das Angebot nicht annimmst, heißt das automatisch, dass wir deinen Koffer öffnen. Ja, ich nehme die 4. Die 4. 1.000. Jetzt wird's noch mal ein bisschen kritisch. Jetzt kriegst du auf jeden Fall so 5.000, $6.000, denke ich, angeboten. Da brauche ich gar ein großes Rechengenie sein, 5.000. Und jetzt ist die Frage, hast du in deinem Koffer die 10.000? Dann müsstest du jetzt No Deal sagen. Hast du in dem Koffer die 500, dann müsstest du Deal sagen. Aber was da drin ist, kann ich dir nicht sagen, weil ich weiß es auch nicht. Schwierig. Das soll es sein. Ich glaube, ich nehme die 5.000. Du nimmst die 5.000? Ich habe nämlich so eine Pechsträhne momentan anscheinend und ja, Deal. Du nimmst die 5.000, Deal. Alles klar, da brauche ich dich, ich glaube, da kann ich dich auch nicht vom Gegenteil überzeugen, oder? Nee. Nein. $5.000 sollen es sein. Das ist immer noch das Tausendfache von Goodie. Entschuldigung, Goodie. Yeah. Und damit herzlichen Glückwunsch zu $5.000. Und jetzt gucken wir mal, was in deinem Koffer gewesen wäre. Da wären die 10.000 drin. Oh. Aber immerhin, $5.000, damit bist du auf Platz 3. Ich bin nicht auf den letzten Platz. Das ist richtig. Und damit du weiterkommst in die nächste Runde, was ich dir natürlich persönlich sehr wünsche, aber das wünsche ich natürlich allen meinen Kandidaten. Außerdem ist, damit du weiterkommst in die nächste Runde, müssten die nächsten beiden Kandidaten unter $5.000 gewinnen.
Das könnte schwierig werden, aber wir werden sehen. Und ich habe ja auch gestern schon angekündigt, als Goody $5 gewonnen hat, dass ich wahrscheinlich irgendwann das wieder öffne für Leute, die mal teilgenommen haben und leider aus dem Turnier ausgeschieden sind. Ja, und sehr gerne. Dementsprechend wirst du dann vielleicht, aber du bist ja noch nicht raus. Goody ist es jetzt. Goody ist tatsächlich damit ausgeschieden, das ist nun mal, das ist das Spiel, aber bei dir ist noch durchaus eine Chance da, dass du tatsächlich auch noch drin bleibst. Das haben wir gestern gesehen, wie schnell das gehen kann von $500.000 runter auf 5. Ja, vielen Dank, dass du teilgenommen hast erstmal. Und, ja, danke, dass ich teilnehmen durfte. Ich hoffe, dir hat das ein wenig Spaß bereitet. Auf jeden Fall. Sehr schön. Sehr gerne wieder. Das ist sehr schön, das wollte ich. Nichts anderes wollte ich hören. Und ja, ich denke, wir werden auch noch mehr von dir auch auf diesem Kanal hier sehen. Auf jeden Fall kannst du jetzt nochmal die Chance nutzen, um für euren Kanal und euren Blog Werbung zu machen. Da bitte ich darum sogar. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich viele von euch dort nochmal sehen werde. Vielleicht lasst ihr mir ein liebes Wörtchen oder so da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und Daniel natürlich auch, der heute leider nicht da sein konnte, weil Arbeit und so. Blöd, aber naja. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Ich hoffe es sehr. Das hoffen wir auch. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Beim nächsten Mal. Jetzt muss ich kurz überlegen, wen ich da habe. Ich glaube, da habe ich Shinji Schneider, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Weil das habe ich nämlich gestern schon gesagt und das war nicht richtig. Aber das werden wir sehen. Und guckt einfach bei in die nächste Folge rein und findet raus, ob mein heutiger Gast beim nächsten Mal wieder dabei sein darf und so weiter und so fort. Ja, und bis dahin, macht's gut. Ciao. Und die letzten Worte für dich.